Hallo und wunderschönen guten Abend, meine Damen und auch meine Herren. Herzlich willkommen hier bei Hypnose World. Sie befinden sich jetzt in einer sogenannten Aufwärmphase. In dieser Aufwärmphase geht es darum, sich kennenzulernen, Dinge zu erzählen, die sonst vorher noch keiner wusste und natürlich gemütlich darauf zu warten, dass dann natürlich dieses Gesagte dann auch beginnt. Was es sein wird, das werden Sie nun in den nächsten Augenblick erfahren. Bleiben Sie geduldig, bleiben Sie sitzen und Sie werden sehen, Sie werden einen entspannten Abend verbringen. Ja, so viel mal zum Mainstream. Und nun, ey Mann, leckst mir am Arsch, hey, wie geht's denn euch, Alter? Nee, nicht Alter. Wie geht's denn euch, alter Mensch? Alles klar, Mann? Ah, Mensch, ey. Für den Mainstream muss ich noch üben. Und ja, für YouTube-Leute, vorhin hatten wir das Thema kurz mal Mainstream. Da habe ich die Leute hier im Chat gefragt, die Zuschauer, bin ich denn über, kann ich überhaupt Mainstream machen? Weil ich glaube, für Mainstream muss man nämlich hübsch sein oder so, ja. Und also man muss, glaube ich, schöne Haare haben, schöne Nase, irgendwas schön. Also es muss schön sein auf jeden Fall. Ich weiß, bin ich überhaupt dafür prädestiniert, das machen zu können? Also auserwählt vielleicht. Also ich glaube, ich darf Mainstream kriege ich gar nicht hin, weil mir fehlt da der Skill für. Schade eigentlich, oder? Ist mir mal so aufgefallen. Also selbst wenn ich sag mal, könnte ich überhaupt Mainstream machen? Geht das überhaupt? Also ich meine, wie und wenn, wie? Wie vor allen Dingen, ja, also. Ja, das ist gar nicht so leicht. Ich meine. Die Grüße sind wieder lang. Klar, ich grüße wieder alle. Klar, Mann, ich grüße alle. Und denkt dran, ihr seid alle richtig geil, ja? Ihr seid richtig geil. Nee, wie habe ich vorhin gesagt? Und denk dran, auch du bist wirklich sehr, sehr geil. Ist gerade so schön ruhig, oder? Für die YouTube-Leute, ja, wir feiern gerade die wunderschöne Ruhe hier. Merkt ihr diesen Ort der Ruhe, Hypnos World, ein Ort der Ruhe, ja. Hier wird auch nicht so viel geredet, hier wird mehr geschwiegen. Es ist ein Ort, eine Oase der Entspannung, kann man sagen, ja. Hypnos World, eine Oase der Entspannung, ja. Guck, für die YouTube-Leute übrigens, ich war den ganzen Abend so ruhig. Ja, das ist das erste Mal, dass ich jetzt eigentlich mal ein paar Worte fallen lasse. Ich habe die ganze Zeit war ich eher so, das stille Wasser, kann man sagen. Ja? Das ist richtig, so richtig stilles Wasser, kann man sagen. Uiuiuiui. Ja, so. Und jetzt starten wir los. Wir wollen noch ein bisschen ETS und zwar Geschichte spielen. Ja, Mann. Ich habe es noch nicht geschafft, da dieses Free-Fight-Fight-Ding einzustellen. Also unsere Freifahrten-LKW-Geschichte. Deswegen, ist auch egal, wir müssen sowieso bis zur Garage kommen, dann müssen wir die Garage kaufen. Bis da machen wir, dann machen wir Feierabend, oder? Ein Stückchen tschut, tschut, tschut voran, wie der Ukrainer sagen würde. Tschut, tschut, noch ein bisschen tschut, tschut, hä? Noch ein bisschen tschut, tschut voran, noch so. Nicht, was ihr denkt hier schon wieder. LKW, LKW. Ja, Mann. Ist denn Junaya noch da, oder ist sie, bleibt sie jetzt bei mir, oder geht sie jetzt? Nee, das konnte ich nicht. Junaya sagt, ey, du hast nicht gelesen, was ich dazu geschrieben habe. Oh, ich hoffe, es war was Süßes gewesen. Ich hab dich lieb oder sowas. Ich hoffe, Junaya hat sowas geschrieben wie, ich hab dich lieb oder so. Hoffentlich hat sie was Gutes geschrieben, nicht irgendwas. Aber ich kann es sehen später, ich kann es später noch sehen. Hoffentlich hat sie was Liebes geschrieben. So, Cosima, ich hab dich lieb. Und Stefan hat ein WTF über dem Kopf. Setz dich hin, entspann dich, ruh dich aus, genieße und dann du wirst sehen, eines Tages kommt die Erkenntnis und dann wirst du mit einem Lächeln da sitzen und wunderschön denken, ach ja, Gott sei Dank habe ich Hypnos World gefunden. Was stellt euch vor ohne Hypnos World? Was wäre das Leben ohne Hypnos World? Das ist ja praktisch wie Butter ohne Käse. Nee, warte mal. Das ist ja wie LOL ohne das ist ja wie LOL mit Warteschlange, kannst du sagen. So, dann los. Attacke! Hoffentlich geht überhaupt. Ich will LOL spielen. Genau, ich spiele jetzt LOL mit Lenkrad. Übrigens, ich bin die Erste, die LOL mit Lenkrad spielt, ja, wollte ich mal sagen. Counter-Strike werde ich auch mit LOL spielen. Nee, Counter-Strike werde ich nicht mit LOL spielen, sondern auch mit Lenkrad. Dann. So. Attacke! 12 Gänge warten auf uns. Na, 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 na. Ah, jetzt kommt erstmal unser Gruß. Erstmal unser Gruß. Habt ihr sie in den Himmel geschickt? Habt ihr das gesehen? Für die Horde. Sonst mache ich ja immer so. Aber diesmal habe ich Flash in den Himmel, in den Äther geschickt. Habt ihr das gesehen? Das Ding ist. Ja, Mann. Ja, ja Mann, habe ich bei LOL gelernt, hä? Ja, hier so. Tormäßig. Ja. Das war gut. Was? Das war irgendwie was, wie ich schmeißt das ETS-Zeug weg oder so. Aha.
Guck mal an. Da wird schon wieder. Ich habe voll die Ruhe hier. Ist so schön ruhig. Ja? Guck mal, wie schön ruhig das ist, oder? Seid mal voll schön ruhig, oder? Voll schön, oder? Jetzt, legt euch mal alle hin, Leute. Ihr könnt euch jetzt alle hinlegen und schön, wunderschön einschlafen. Seid mal ehrlich. Jetzt könnt ihr euch endlich gemütlich. Der Stress ist jetzt vorbei. Ja, jetzt wird es hier schön ruhig. Schön, jetzt könnt ihr schön locker machen. So schön. Jetzt fühle ich mich schon wieder wie Bernd das Brot. Jetzt passiert jetzt hier nichts mehr. Ihr könnt jetzt einfach schlafen gehen. Geht doch einfach schlafen. Warum seid ihr denn noch da? Geht einfach schlafen. Ihr seid ja immer noch da. Ist ja wie ich. Jetzt mutiere ich zum. Be Nein, nicht. So, jetzt hier. Doppelklick. Doppelklick. Sagt jetzt nicht Cosima umschalten. Sagt jetzt nicht. Bei ETS habe ich es, glaube ich, drauf. Sagt jetzt nicht Cosima umschalten. Doch, sagt es ruhig. Sagt es ruhig. 12 Gänge. Was, das Lenkrad erklärt das Garren-Game? Das Lenkrad war schuld. Ja, das könnte sein, dass es an dem Lenkrad gelegen hat, als ich mit Garren gespielt habe. Das könnte durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Das stimmt sogar, du. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte irgendwas Bahnbrechendes, unglaublich Phänomenales, unübertreffliches machen. Aber was war es? Dann kann es ja nicht so unerschwinglich groß gewesen sein. Ansonsten hätte ich es ja erreicht. Was immer es auch war, ich weiß es nicht mehr. Genau so ist es schon immer gewesen. Und wenn das schon immer so war, das machen wir dann genau. Wir gehen erstmal raus, frische Luft schnappen. Das haben wir schon immer gemacht. Und das machen wir auch weiterhin. Denn wenn wir draußen an der frischen Luft sind, kriegen wir einen klaren Kopf. Dann wissen wir, ah, hier stehen wir, hier sind wir stehen geblieben. Jetzt fällt mir alles wieder ein. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Schauern. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich bin bei ETS angekommen. Jetzt geht's los. Attacke, nein, so schon mal gar nicht. Denn wir wollen erstmal ganz gemütlich erstmal checken, ob der LKW überhaupt noch rollt. Vielleicht rollt er gar nicht mehr. Vielleicht hat uns einer die Luft abgelassen. Es kann ja hier alles Mögliche passieren, denn ETS kann manchmal sehr grausam sein. Ja? Wer Hypnos World kennt, ja, wer schon von Anfang an ETS bei Hypnos World sie gesehen hat, gibt es sogar auf Video. ETS kann sehr. Hey, da fahren Kollegen. ETS, ich sehe gerade, komme mir gerade vor wie auf Multiplayer. ETS kann sehr grausam sein. Sehr. Ja? ETS bestraft dich für jeden Fehler, den du machst. Das ist nicht so leicht, nicht so lieblich wie bei LOL oder so, sondern ETS heißt wahre Härte. 12 Gänge, hart am Limit, hart am Kolben, nein, mit deinem Kolben, hart mit deinem Kolben, hart an den Gängen. Und dein Lenkrad, bist du auf der Straße, auf dem Asphalt, du bist da nicht nur irgendjemand, du bist ein Trucker. Und Trucker, wenn sie auf dem Asphalt sind, dann spüren sie das Herz der Horde pochen. Ja, nur auf den Asphalt des Lebens, auf der Straße, die in die Ewigkeit führt. Dort fährt der Trucker hin, denn er weiß, das ist sein Weg, da muss er lang, denn die Lichter zeigen ihm den Weg. Und zwar die Lichter seiner großen Lampen, die er dran hat. Ja, Mann. So, okay, dann mal wieder schön beruhigen. Lasst uns einfach schön entspannt mal erstmal rausgehen aus dem ganzen. Nee, von draußen schauen. Ja, und es lacht uns ein wunderschöner Abend entgegen. Die Sonne geht unter. Wunderbar. So fängt man am liebsten ETS an. So ist die Welt in Ordnung. So muss man starten. So sind die Dinge. So sollten sie auch sein. Und so ist es auch wunderschön. Gut. Frieden. Frieden. Peace. Ja, genau, Peace. Ja, Mann. Okay, dann los. Ey, wer von euch hat das Licht angelassen? Ey, wer von euch? Ich habe extra gesagt, wenn ihr mit dem LKW fahrt, lasst bitte nicht das Licht an. Oh, ich muss umschalten. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Nein, ich habe dann gedacht, ich sehe es ja. Ich sehe es ja, Mann. Ey, ich kriege schon so einen langsam geschulten Blick hier auf. Ja, hier diesen hier. Ja, Mann, habe ich voll drauf. So, jetzt umschalten. Jetzt. Alles erotisch hier. Alles ist im Momentum festgehalten. Gut. So, jetzt nochmal. Also, jetzt nochmal zur Mängelrüge zurück. Wer von euch hat denn das Licht angelassen? Ich weiß, einer von euch hat die Kiste schon wieder bewegt. Irgendwelche Liebesfahrten hier gemacht. Ja, einer von euch hat die Liebesfahrten wieder gemacht und wehe, die Sitze sind beschmiert. Ich sag euch, dann fahrt ihr hinten auf der Ladebucht mit. Ich sag euch das. Ich sag euch das. Und hört auf, es wird auch nicht geraucht in der Kabine und auch kein Alkohol. Sex ist erlaubt. Aber nur wenn die Cam in der Kabine an ist, ja? Hier, ich zeige euch nochmal die Cam. Da ist sie. Dieser Ball. Seht ihr den Ball da? Das ist unsere Cam. Da hast du also einen guten Blick nach da hinten. Ja, das ist also die Cam. Denkt dran und aber bitte nur Sex, wenn die Cam an ist. Ich will ja schließlich auch alles auf Video haben, logisch. Ich bin schließlich, ich bin, ich, logisch, sogar, klar, ich bin Hypnos, wir sind Hypnos, logisch. Guck mal, Trans. Das Trans verfolgt mich überall hin. Transinet. Ja, TS fährt mit dem Trailer Transinet. Alright, Mann. So, licht das mal aus. Also denkt dran, ich sehe sowas. Ich merke, wenn einer auf meinen Sitz gesessen hat. Ja, Mann. Erstmal starten.
Das habe ich jetzt erstmal gebraucht. So, Blinker rechts scheint zu gehen. Blinker links. Warte mal, machen wir nochmal Blinker rechts. Denn ich weiß nicht, ob um die Ecke, ja. Sind die Seitenblinker auch, ja. Nicht, dass hier einer den Seitenblinker abgeschraubt hat oder kaputt ist. Das muss nun wirklich nicht sein. Standlicht geht. Guck mal, die Lämpchen an der Seite. Ja, Mann, das lieben wir, das brauchen wir. Normallicht. Nein, Mann, falsch, nochmal. Standlicht, Normallicht. Fernlicht, ja, gut, gut. Oh, da kommt ein Kollege. Der behindert uns gerade in unserem erotischen Momentum, scheint er uns gerade zu stören. So, Blinker rechts. Weil die können wir schön trödeln hier. Blinker links. Ja, Warnblinklicht. Geht. Geht. Mann, hör mal auf jetzt. Und Feststellbremse. Geht. Bremse. Roger. Alright, dann können wir los. Tatsache? Was redet ihr da? Von was redet ihr? Von Verwitwet? Da Witwen und Waisen? Ach so, Lucy war es gewesen. Lucy hat das Licht angelassen. Sie sagt, oh Cosi, beruhig dich. Ich habe doch nur schon mal die Standheizung angemacht. Und Licht aufgedreht, damit du den LKW findest. Ach, Lucy hatte Schuld. Lucy war es gewesen. Kick mal ihn an. Ach. Seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit für ETS? Das habe ich mich gerade wie Vito gefühlt. Jetzt habe ich mich fast schon wie mein Dings, wie mein Onkel gefühlt. Weil ich bin ja die Nichte. Jetzt bin ich die Nichte. Denkt dran, ich bin nicht Vito. Nein, ich bin jetzt nicht Vito. Okay, dann müssen wir erstmal, können wir da rumziehen, dann werden wir lieber elegant ein Stück zurücksetzen. Müsste reichen. Na also, läuft doch hier. Schön gemütlich so. Voll geil. So richtig schön slowly-mäßig so. Was? Ich kann euch nicht folgen. Oh, Mensch. Ja, Leute, ich bin gerade. Hey, ich bin gerade hier. Ihr seht doch, ich bin. Schaut doch mal, wie soll ich da euch folgen gerade? Ihr seht doch, da müsst ihr Verständnis für haben. Genießt mit, Mensch. Ich bin am Genießen. Ich habe jetzt lange ETS nicht mehr gesehen. Da muss ich erstmal mich reinfühlen in dieses Spiel wieder. Ja, genieß, Genuss. Ich brauche meinen Genuss. Deswegen muss ich jetzt ETS erstmal machen. Ich brauchte meinen Genuss wieder. Ja, Mann. Hier ist die Welt in Ordnung, Leute. 12 Gänge, deine Fracht, die Straße, nur du und die Straße. Neben dir noch eine heiße Braut und die Welt ist in Ordnung. Hanni, bei mir sind sehr viele, glaube ich. Ich habe gerade sehr viele Frauen hier an Bord. Benehmt euch. Benehmt euch. Marcel ist gleich Big Bang gleich Level 40. Cool. Dann mal los, lass uns blinken. Ja, Mann. Habt ihr gesehen, wie schön die vorbeigezogen sind? Einsam wieder auf der Landstraße, oder? Wir sind einsam. Wir haben noch wie viele Kilometer? 134 Kilometer. Seht ihr, hier ist die Welt in Ordnung. Dann wollen wir mal los. Was ist die Vernunft? Nein, mal die sitzen daneben, Zwiebelsense. Soll ich dich Zwiebel nennen oder nenne ich Sense, oder? Zwiebelsense klingt so, klingt seltsam irgendwie so. Aber Sense oder Zwiebel einzeln gesprochen ist schon mal gar nicht so schlecht. Also finde ich dann wieder geil. Ich nenne dich Sense, oder? Sense. Aber dann klingst du auch wie der Sensemann. Ich weiß ja gar nicht, ob Zwiebelsense weiblich oder männlich ist. Weiß ich ja gar nicht. Ich kann ja nicht zu dir Sensemann sagen, wenn du eine Sensenfrau bist. Das weiß ich ja gar nicht. Da, 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 da. Ich sehe gerade, ich muss mein Dings noch lauter machen. Wo sind wir hier? In Bremen. Bremen, macht's gut, Mensch. Warte mal, ich muss mich kurz konzentrieren. Leb wohl, Bremen. Wir sehen uns wieder, aber nicht gleich. Später. Sag Zwiebel. Nee, Mann, Zwiebel nicht, dann sag ich Sense. Tempo.
Nein, Tempo gibt's hier nicht. Tempo mal nicht. Ein männlicher Mann. Sense ist ein männlicher Mann. Alles klar, Mann. So, dann wollen wir mal. Achso, können wir ein bisschen. Über wie viele Tonnen fahren wir eigentlich? Ich habe schon vergessen, wie viele Tonnen wir hinten drauf haben. Lass mich mal überlegen. Wie viele Tonnen haben wir hinten drauf? Ich frage mich, wie viele Tonnen wir haben. Warte mal, wir fahren mal ran. Ich will auch den Ton noch ein bisschen lauter machen. Schön gemütlich. Schön gemütlich, Mann. Richtig coole Sache. So, ein bisschen lauter den Ton, damit ich mehr Orgasmus beim Fahren habe. Ich brauche ja schließlich meinen Orgasmus. So. Ein richtiger Trucker braucht ja, der muss den Motor spüren, der muss ihn fühlen, ja. Ein richtiger Trucker, der spürt seinen Motor, er fühlt ihn. Er ist bei ihm. Und er weiß, ob es dem Motor gut geht oder schlecht. Meinen Motoren geht es meistens immer eher schlecht. Ich fühle Schmerzen. Nein, so. Markus! Mal gucken, ob ich mir das merke. Mal gucken, ob ich mir Markus merke. Das kann ich nicht so genau sagen. Ja, Mann, das ist ein Ding, oder? Erstmal auf die Autobahn und checken, was man geladen hat. Das ist typisch Cosimo. Und da macht man einfach mal elegant. Wir haben klar. Ach ja, wir haben ja, Mensch, wir haben ja Dessous geladen. 15 Tonnen Dessous, Leute. Ja, Mann. 15 Tonnen Dessous. Ja, genau jetzt kommt einer. Ey, wollte gerade sagen, bleib mal locker hinter mir da. Ja, jetzt höre ich was. Jetzt kann man sagen, Nachtigall, ich höre da Trapsen. Endlich, Leute, guck mal, wieder die Sonne untergeht. Episch. Oh, gerade noch so. Wir brauchen. Ey, hör mal auf zu blinken, Mensch! Wir brauchen ein bisschen Epik. Von draußen ist immer Epik. Denk dran. Wow, das sieht geil aus. Okay, Mann. Geile Sache. Und Cut! Los geht's. Okay, beruhigen wir uns wieder. Kleiner Epic-Modus, erstmal zum Warmwerden. Erstmal ein bisschen Adrenalin zu tanken. Cosimo braucht ja wieder ein bisschen Adrenalin auf der Straße, ist ja klar, auf der Straße des Lebens braucht man auch ein bisschen Adrenalin, damit man von. Ich grüße mal den Kollegen erstmal. Oh, da vorne fahren auch kurz. Sag mal, hier fahren so viele Kollegen. Um diese Zeit. Dann holen wir mal ein bisschen auf. Gehen wir mal ein bisschen Zunder auf dem Schuh. Nee, wir haben Zeit. Warum sollen wir denn rasen? Wir sind doch hier nicht auf dem Multiplayer. Wir rasen hier nicht. Wir fahren schön, gemütlich und elegant einfach die Straße entlang. Geradeaus, Cosimo. Ich glaube, wir machen mal das Fernlicht aus. Obwohl, mit Fernlicht sieht die Welt doch schon viel erleuchteter aus. Aber gut. Kollege,
viele Kilometer noch? 46, läuft. Guck mal, ich sehe den Sternenhimmel wieder. Ich sehe den Sternenhimmel, Sternenhimmel, oh. Nee, normalerweise singen wir mal atemlos durch die Nacht, wenn das Hordenherz erwacht. Es schlägt schnell, es schlägt wild und die Allianz wird gekillt. Na 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 na. Solche Lieder singen wir bei ETS. Und natürlich, ich bin Gamer von Beruf, ein goldenes Handwerk, was der liebe Gott erschuf. Ich kann gamen, ich kann flamen, ich kann heaten, ich kann cheaten. Ich bin Gamer von Beruf, ein goldenes Handwerk, was der liebe Gott erschuf. Neulich war ich wieder mal in so einer Innie drin und da dachte ich mir, Mensch, das macht gar keinen Sinn. Ja, da ging ich wieder raus, alle dachten, ich heiße Klaus, ich bin Gamer von Beruf, ein goldenes Handwerk, was der liebe Gott erschuf. Ich kann gamen, ich kann flamen, ich kann heaten, ich kann cheaten, ich bin Gamer von Beruf, ein goldenes Handwerk, was der liebe Gott erschuf. Das war jetzt aber ganz schön zügig rumgezogen, Cosima. Mensch, das war, so zügig bist du in deiner besten Zeit nicht rumgefahren. Das war ja fast schon, das war ja fast wie Pro gerade. Nach so langer Dings, Mensch. So, ich muss noch weiter meinen Text üben. Und zwar dieses: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen da drunter verborgen. Und dann wirst du klein und nichtig sein, du kleines, dummes. Nein, das ist falsch, das war ein doofer Text. Das war jetzt doof, das vergesst mal wieder. Das war jetzt ferkelig. Was? Das weiß sie, was aber ganz aufgenommen wird, mal macht sie eben nicht. Was? Was mache ich nicht? Habe ich das falsch gemacht? Das weiß sie, da aber aufgenommen wird, macht sie das eben nicht. Bestimmt irgendwas mit Musik oder so. Da 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 da. Na na na, ich höre die Motoren und ich mach hier ziemlich viel Lärm. Ich hör's an meinen Ohren sohren. Das war gerade. Ich versuche gerade ein bisschen Freestyle das Lied weiterzubekommen, ja? Oder nee, lass uns, es gerade so dunkel, es ist so einsam, es ist so Landstraße. Da singen wir am besten. Jetzt fahre ich hier schon seit Stunden ganz allein auf der Straße herum. Ich sehe keine Menschen, ja, ich denke nur Attention. Oh, warte, ich muss. Brrr, beinahe, oh, noch voll abgefangen. Habt ihr gesehen? Voll abgefangen, den Tieffighter. Das Ding habe ich voll. Oh, habt ihr das gerade? Habt ihr diese blitzartige Reaktion gerade gesehen? Das muss mein LOL-Ding sein, weil ich LOL-geskillt bin. Habt ihr das gerade gesehen? Ich wollte gerade ausfahren. Noch voll zack, vom runter, rein in den ersten, rumgeschaltet. Oh, was ging? Was war denn jetzt? Da fang ich am Zusammenfall, lauter Freunde. Was war denn jetzt gerade los? Habt ihr das gerade gesehen? Das habe ich in meiner besten Zeit nicht hinbekommen. Ich habe gerade voll promäßig runter, rein, rum, zack, ran. Warte mal, runter, Osnabrück, Hallöchen, Osnabrück. Habt ihr das gerade mitbekommen? Was war das gerade? Ich muss gerade, das war gerade volles, das war mein LOL-Skill wahrscheinlich. Abgefahrenes Teil gerade, runtergebremst, rum, rein, Gang, rein, rum und so. Also in einem Zug. Früher bin ich weitergefahren. Oder ich habe erstmal auf 1 gebremst. Auf 1 runter, da habe ich still gestanden. Ich bin am Fahren geblieben sogar. Wie habe ich denn das gerade gemacht? Das war wahrscheinlich Reflex. Seht ihr, kaum manchmal ETS-Pause, werde ich zum Pro. Kaum manchmal ein ETS mal eine Pause und schon werde ich wirklich mich zu einem Übermenschen hier, zum Über-ETS-Fahrer. Warum will ich jetzt hier. Nee, mach mal Frauen haben ja weiter. Du musst noch ein bisschen weiter. Ja, Mann, hör mal auf. Du willst jetzt nicht zur Werkstatt. Du willst jetzt nicht zur Werkstatt, Mann. Du willst nicht zur Werkstatt. Hör mal auf zu blinken jetzt. Mach mir jetzt. Nee, doch, blink mal jetzt wieder. Ey, hab ich das Ding abgefangen? Ich hab die Kiste voll rumgerissen. Habt ihr das gesehen? Und zwar pro-mäßig. Das war voll pro gerade. Unglaublich. Das haben wir sogar auf Video. Das haben wir auf Video. Ich bin nicht zum Stillstand gekommen, oder? Das ist völlig. Wow. So, wer gibt denn die Frachtpapiere ab? Wer von euch gibt die Frachtpapiere ab? Da 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 da. Einer muss die Papiere abgeben. Und wenn ihr das nicht macht, ja, dann muss ich eine kleben. Nee, das war auch wieder gemein. La 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 la. Oh ja, genau. Brrr, Pferdchen, lass uns reinziehen. Schön in den fünften, aber lass den Pfeiler stehen, Mann. So, in den vierten, nee, zweiten, okay. Komm mal rum. Ich sehe es zwar nicht in den Spiegel, aber sieht so pro aus, wenn ich da hingucke. So, jetzt heißt es, jetzt dürfen wir nicht von draußen gucken. Jetzt geht wieder los. Wer jetzt von draußen guckt, ist Loser sozusagen, ja, ist Loser-Modus. Und Ender drücken ist auch verboten, ist auch Loser-Modus. Ich will, sagt jemand. Ich will. Ja,
Ich will. Ist Rammstein. Warte mal, ich habe was falsch gemacht. Jetzt habe ich vor lauter Ekstase und Erotik. Ah, nee, ich rette das Ding. Ich mache einfach nochmal einen eleganten Tanz. Einmal garenmäßig drehe ich mich noch einmal im Kreis und dann geht dieser richtig ab. Man merkt schon, ich bin ein bisschen logisch. Übrigens, für alle Leute, die jetzt nicht so mitbekommen haben, wir hatten bei LOL wieder ganz viele Trolle. Ja, ganz viele Trolle. Und wisst ihr, was das bedeutet? Ja, ja, ihr wisst es ja, ihr kennt ja Cosima. Also die schon länger bei Cosima dabei sind, bei Hypnos World. Das heißt, wir müssen richtig aggressiv noch mehr LOL spielen. Richtig mal, wir machen mal so eine richtige LOL-Woche, wo wir ohne Ende LOL spielen. Nur zum Ärger der Trolle. Ja, Mann. So richtig aggressiv. LOL. Was haltet ihr davon? Ne? Naja, Mann. Voll die LOL-Woche. So richtig fett LOL, dass so richtig die alle wissen, Cosima ist da. Ja, Mann. Wir setzen ein neues Zeichen. Wir stecken die Fackel in den Boden, rammen das Schwert noch dazu, ziehen unser Schwert, unser Schild vom Rücken und warten, dass sich uns Gegner nähern. Ja, und dann ziehen wir aus unserem Halfter den Hammer heraus, landen unseren ersten Hit, den wir dann den anderen, der steckt dann sozusagen in der Schnauze des Gegners und dann ziehen wir so ganz geschmeidig das Schwert aus unserem Boden, um den Gegner zu enthaupten. Ja, Mann, so läuft hier die Kiste. So läuft hier die Kiste, Mann. Okay, Mann. Jetzt aber. Na, 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 na. Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen komisch alles aus, aber macht euch keinen Kopf. Das ist alles Absicht. Das nennt sich die sogenannte Verwirrtaktik, ja? Ein Park Verwirrtaktik. Keiner weiß, was macht Cosima da? Denkt nicht weiter drüber nach, es gehört alles zum Plan. Ja. Das ist praktisch, um den Gegner zu verwirren. Also der Gegner ist in diesem Falle der Lagerleiter, der drin in der Halle steht, der denkt, was macht denn der LKW-Fahrer da? Ist der bescheuert oder was? Was macht der? Was kurft denn der auf dem Hof da rum? Hat der was gesoffen oder ist der die lange Fahrt nicht bekommen oder was? Ja, das ist nur für den Lagerchef halt, nicht für euch jetzt. Also wundert euch nicht. So, also wer geht denn jetzt die Frachtpapiere holen? Ne, pass auf, wir machen es gerechter. Und zwar, alle Zuschauer, ihr geht jetzt mal die Frachtpapiere abgeben. Nicht holen, abgeben, nicht holen. Was rede ich da? Was rede ich denn da? So, die Zuschauer, ihr geht jetzt mal alle rein, die Frachtpapiere abgeben. Na, 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 na. Das war falsch gerade. Na, 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 na. Da, 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 da. Und das war gerade schlecht eingepackt. Aber dafür bin ich an der Kreuzung, da bin ich filigran rumgezogen. Spannend. Oh, böses Verkacklieb. Böses Verkacklieb. Naja, ich wollte mal eine neue Parktechnik probieren. Die hat nicht funktioniert. Aber immerhin, sie hat verwirrt. Zwar nicht funktioniert, aber verwirrt. Und das ist ja schon die halbe Miete. Wenn du die Leute verwirren kannst, ist ja schon mal die halbe Miete. So, jetzt aber. Na klar, Mann. 150% wollen wir haben. Da sind wir geil drauf. Und so wie es aussieht, kriegen wir die auch hin. So. Halt mal her. Ah, sieht nach 150. Es riecht nach 150%. Mal voll. Erstmal den Motor ausschalten. Erstmal gehen wir raus. So, Motor ausschalten. Licht aus. Gucken. Oh nein, das ist verkackt. Du hast verkackt. Guck dir das an. Oh Mann, ich dachte, ich habe 150%. Was ist das wieder? Mann. Oh. Das sind ja gerade mal 100%. Er steht gerade noch so drin im grünen Bereich. Ja, 150 ist, wenn er genau auf beiden Seiten Bünde steht. Dann sind es 150%. Alles, was dazwischen ist, ist halt von 100 bis 150. So, und weil er jetzt gerade schief steht, wenn ich Glück habe, kriege ich noch eine 110. Ja, es sind gerade mal so 100%. Der steht ja nicht mal annähernd gerade drin. Mann, ich dachte, ich mache 150% einparken hier. Ich wollte angeben gerade. Immer wenn man angeben will. Ich wollte mal eine große Schnauze haben. Okay, Mann. Also, achso, wer gibt denn jetzt die Frachtpapiere ab? Achso, ihr alle. Ich habe ja alle gesagt. Ich habe ja alle bestraft. Nein, das ist keine Strafe, das ist eine Ehre sozusagen. Da könnt ihr mal losmarschieren. Ich hole euch am Eingang wieder ab und denkt dann, lasst euch nicht bescheißen, lasst euch die Kohle geben, ja? Also. Sonst gibt es zur Strafe, müsst ihr sonst zu uns auf dem Platz wieder fegen. Und zwar lange fegen, eine Woche oder sowas. Und ab. Tsch, wasch, wam, zack, zing, zack, wam, ja! Ihr habt gute Arbeit geleistet. 7.048 Euro habe ich bekommen. Also haben wir bekommen, besser gesagt. Wir, nicht ich. Das ist schon wieder egoistisch gedacht. Nein, wir natürlich. Wir haben wir bekommen. Also ihr habt gut... warte mal. Na, einige von euch haben sich nicht ganz so Mühe gegeben. Sonst hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Bonus bekommen. Einige von euch waren faul gewesen. Ich werde die Faulen unter euch finden, sage ich euch. Dann werdet ihr zur Strafe auf dem Platz fegen müssen. Das kann ich euch versprechen. Das kann ich euch versprechen, sage ich euch.
So, jetzt fahren wir erstmal, wo fahren wir denn jetzt hin? Wo fahren wir denn jetzt hin? Na, natürlich erstmal ins Hotel. Später haben wir es ja. Wie viel ist unsere Zeit? 2 Uhr. Es ist leider schon sehr spät. Wo stehen wir denn jetzt? Ich sehe mich gar nicht. Da, Osnabrück. Sind wir nicht weiter? Oh Mann, wir sind ja gar nicht vorangekommen. Oh, Backekuchen. Wie weit ist denn das bis dann? Zeig mal ja kilometermäßig gesehen. 197 Kilometer. Und bis zu der Tanke hier? 107. Was? Nee, Mann, erzähl doch nichts, nicht selten. Zack. Kilometer. Dann fahren wir noch bis zu der Tanke und dann hören wir auf für heute. Dann reicht das mal. Dann sind wir ein Stück vorangekommen. Na. Und dann stehen wir kurz vor Amsterdam. Nee, warte mal, was heißt hier Amsterdam? Nee, warte mal. Mach jetzt keinen Scheiß. Nix Amsterdam mehr. Jetzt, wir müssen woanders hin, wir müssen nach Hause. Wir müssen dahin, wo der LKW gekauft werden muss. Ja, wir müssen zum LKW. Das war ja nicht Amsterdam. Oder nee, wo war denn das? Oder war es doch Amsterdam? Wo war denn der LKW, den wir kaufen müssen? Wo war denn das gewesen? Weiß das jetzt jemand? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich habe mich zum Fight angemeldet im Big Bang. Ja, Leute, wer Lust hat, achso, ihr könnt leider nicht in die Gruppe kommen, weil die Gruppe im Moment ist, passt nicht mehr wie 17 rein. Da muss man mit Diamanten bezahlen, um die Gruppe zu erweitern. Und dann schauen wir nach. Leute, wo müssen wir unseren nächsten LKW kaufen? Das war Amsterdam, oder nicht? Wir müssen nach Amsterdam. Oh, Gott sei Dank, Ninfan. Ich werde mal Ninfan vertrauen. Weil wenn ich jetzt nicht nach Amsterdam fahre, dann würde es ja noch länger dauern. Und das würde dann Ninfan ärgern. Also ich glaube, Ninfan sagt die Wahrheit. Wenn jetzt Ninfan mich woanders hinschickt, dann fahren wir ja woanders hin und dann müsste er noch länger drauf warten. Ja, das ist ja, also für Ninfan wäre es sozusagen eher kontraproduktiv, wenn er mir jetzt falsche Angaben geben würde. Bis Amsterdam kannst du noch fahren, musst nur mal Gas geben. Also Trailer Jumper, na. Vorsicht, sonst muss ich dir Popo-Watsche geben, ja? Trailer, nicht hetzen bitte, ja? Nicht hetzen, du weißt. Ruhe und Gemütlichkeit. Ich würde das gerne Pfannkuchen essen, wisst ihr das? Habe ich eigentlich irgendwas Leckeres im Haus? Ich habe gar nichts Leckeres im Haus, weil ich habe diese komischen Zitronenwaffeln, weil es diese Cappuccino-Waffeln nicht gibt. Mann, warum hat ein Lidl dieses immer, sie haben immer nur dieses Neapolitaner, das Zeug schmeckt mir nicht, da kriege ich da sich noch bepickelter aus, da kriege ich voll auf Deutsch die Pickelfresse. So, und da haben sie nur Zitronenwaffeln, ja, und die esse ich mit lange Zähne. Was ist denn mit meinen Cappuccino-Waffeln? Wann kommen denn meine Cappuccino-Waffeln wieder bei Lidl? Bei keinem Lidl gibt es Cappuccino-Waffeln. Wo sind denn meine Cappuccino-Waffeln? Verdammter Mist nochmal. Da warte ich jetzt schon wie lange? Keine Ahnung. Ich glaube, seit ich bei ETS mit ETS, das war vor 6 Monaten oder so, oder? Wo sind denn meine? Ja, genau. Habe ich schon mal Cappuccino-Waffeln angesagt? Nee, oder? Ich glaube, ich esse seit 6 Monaten Zitronenwaffeln, kann das sein? Mann, ey, wo sind denn jetzt meine Cappuccino-Waffeln? Oder haben sie die verboten, weil da irgendwas Giftiges drin ist oder so? Und nach dem Motto Zitronenwaffeln, da merkt keiner, wenn die Leute das weiter das Gift essen und Neapolitaner sonst alle Fickelfresse bekommen. Oder was ist denn jetzt mit meinen Cappuccino-Waffeln da, Mann? Hallöchen. So, also dann doch weiter. Dann haben wir also doch richtig getippt. Okay, dann fahren wir noch bis zur Tanke und dann hören wir auf. Aber erstmal gehen wir ins Hotel, Leute. Erstmal ins Hotel. Ja, wir wollen ja schließlich zu den Dienstmädchen. Ja, Mann. Wir wollen ja zu den Dienstmädchen. Deswegen fahren wir doch ETS. Wir fahren ETS nur wegen der Dienstmädchen. Vor allem die Dienst... das brummt hier immer. Vor allem die Dienstmädchen in Schweden. Oh Gott. Die Dienstmädchen in Schweden, Leute. Oh, Mama mia. Stupid, hä? So, jetzt, gut, weiter. Okay, wieder weg. Machen bitte. Also, wir fahren jetzt mal zur Werkstatt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendwo einen Ditch hatten. Lieber, wir gucken noch mal nach. Und anschließend... Nee, lass erst mal so. Okay, fahren erst mal rein. Wir fahren. Nee. Geht nicht. Okay. Warte mal, ich muss trinken. Ich habe ja noch gar nicht meine Schuppen. Da fällt mir... Warte mal, ich dreh mal hier zu. Ich habe ja noch gar nicht meine Mutterschiffmilch heute getrunken. Ich musste auch LOL spielen. Ich hatte bei LOL, da war ich in der Warteschlange mit 20.000 anderen Leuten. Das ist fast wie bei der Telekom früher, oder? Bitte warten Sie. Sie sind einer von 20.000, die warten. Bitte warten Sie. Das ist wie in der Warteschlange. Bitte warten Sie. Der nächste Platz wird in den nächsten Augenblicken frei. Vor Ihnen sind noch 5.000 Leute. Ah, schön.
Bitte warten Sie. Der nächste Platz wird genau für Sie freigemacht. Wird da vorher einer erschossen oder so, damit der Platz frei wird? Muss da erst einer erschossen werden? Der nächste Platz wird für Sie frei. Also einer ist dann in dem Moment gestorben. Bitte warten Sie. Der nächste Platz wird für Sie frei. Na dann los. Wir warten aber nicht, denn wir haben 12 Gänge. Wenn wir warten, ja, pass mal auf, damit du gleich mal Bescheid wisst. Wenn wir warten, dann schalten wir unsere 12 Gänge ein und dann kommen wir. Dann kommen wir. Wir warten nicht. Wir haben 12 Gänge. Mit uns nicht. Wir warten nicht. Wir haben 12 Gänge, sage ich nur. Wir sind nämlich Trucker. Und Trucker, die warten nicht. Die haben 12 Gänge. So, habt ihr den Unterton gerade so? Dieses. Ja, Mann, das ist es. Das habe ich gebraucht. Das ist wie Stoff. Das ist wie eine Droge. Das braucht man. Dieses. Ja, das ist wie eine Droge. Das braucht man, Leute. So. Ja, Mann. So, abziehen. Aber vorsichtig. Wir wollen uns nicht die Muffe abreißen. Uns kann zwar mal die Muffe gehen, aber wir wollen uns das hier noch lange nicht die Muffe abreißen, nur wenn uns mal die Muffe geht. Schön vorsichtig mit Gefühl rausziehen. Schön langsam und mit Gefühl rausziehen, ne? Die Männer können ein Liedchen von singen. Mann, es wird schon wieder ferkelig hier. Schön langsam und vorsichtig rausziehen. Pfui! Nein, Mann, den LKW! Nicht, was ihr wieder denkt. Nicht den LKW! Die Männer wissen Bescheid, Mann. Das ist so voll laut hier. Mach mal nicht so einen Lärm. Was machst du hier für einen Lärm, Mann? Hört sich so. Achso, der lief irgendwie im Leerlaufmodus. Was hat sich so komisch angehört gerade? Beinahe ja noch da rockete, die Gurke. Nee, hätte man noch geschafft. Aber ich muss mal ein Stück zurücksetzen. Oh, was für ein Pro-Fehler. Nein, das ist Professionalität. Ich will gerade auf die Straße kommen. Nein, okay, ich fahre schlecht. So, jetzt einsteigen alle wieder. Alle Leute, die die Frachtpapiere abgegeben haben. Also alle sozusagen. Ich hatte ja alle losgeschickt. Alle wieder einsteigen. Moment, nicht drängeln hier. So, jetzt alle einsteigen wieder. Ach, Gott sei Dank, geschafft. Die Fracht haben wir abgegeben. Die haben wir glorreich geradet. Die Kohle haben wir bekommen. Mehr kann man vom Tag nicht erwarten. Oh, Venus geht, glaube ich. Gute Nacht, Venus. Träum euch schön, schlaf schön. Trailer Jump, warte mal kurz. Ich habe dir mal einen Link geschickt. Wollte dich fragen, ob du dieses meintest. Dieses meintest? Was denn? Was denn meintest? Cappuccino, warte mal, ich guck mal kurz. Jetzt will ich wissen. Ich will es wissen, sonst weine ich nachts in meinen Kissen. Cosima ist wieder in der Reimezeit. Warte mal, ich guck mal. Genau die Sunday Cappuccino Schnitten. Wo bleiben meine Sunday Cappuccino Schnitten? Ja, wo sind denn die? Ich warte da schon seit Ewigkeiten, Lidl. Ja, ich mache immer Werbung für euch hier süße Verkäuferinnen und Verkäufer und alles. Und wo sind meine Cappuccino Schnitten? Ja, hier, wo sind denn die jetzt? Immer nur dieser Neapolitaner von dieser Sorte, die will ich nicht. Da kriege ich immer voll die Pickelfresse von. Überall Pickel. Und immer im Gesicht und auf der Brust. Ja, wenn ich sie wenigstens am Ehrschleim bekomme, so. Am Ehrstein ist ja gut, aber ich krieg, ja, da, wo das meine Toilette mich am liebsten hat. Aber hey, ich krieg die immer da, wo es jeder sehen kann. Wo sind immer, deswegen Neapolitan, kannst du dieses vergessen da, Neapolitan. Nee, warte mal, dieses, doch, Neapolitaner. Stattdessen muss ich schon seit ungeschlagenen, epischen Zeiten, esse ich diese Zitronenwaffeln. Die hängen mir, wo sind denn die nun, meine Cappuccino, meine, nicht Cappuccino, ja, meine Cappuccino, wo sind denn die nun? Mann, ey. So, weiter geht's. Genau die sind es. Oh, das ist das Chat gerade, hat sich zerhauen. Warte mal, wenn noch einer mal kurz was tippt, dann ist das Chat wieder da. Alle drinnen, Tür zu. Zieht hier, Mensch. Macht die Tür zu. Der Letzte macht die Tür zu, denkt dran. Kollege, hat er noch gesehen? Er hat eigentlich gesehen. Tipp, danke dir, John. Genau. Oh, Chat lesen und... Oma, ich spendiere dir ein Paket, wenn du uns einen Postfach gibst. Oh, nicht schlecht. Playmo. Das ist auch gut. Sag bloß jetzt, sag mir jetzt bitte nicht, bei euch gibt's die Cappuccino-Waffeln. Ihr wollt mich nur ärgern, stimmt's? Ihr wollt mich nur neidisch machen. Klar, Mann, ihr wollt mich neidisch machen. Guck mal, Cosi, wir haben Cappuccino-Waffeln und du nicht. Ja, komm. Ihr wollt mich nur ärgern. Ihr habt doch auch keine.
Es gibt nur, bei mir gibt es hier nur diese Zitronenwaffeln und diese Neapolitaner. Keine Ahnung, was ist mit diesen Cappuccino-Waffeln los? Stehen die unter Quarantäne oder was? Oder der ganze Container? Oder hat hier mal irgendein Trucker daneben gehauen? Also ich weiß nicht. Wo ist denn da der Trucker, der die ganzen Cappuccino-Waffeln bringt? Welcher Loser fährt denn jetzt schon wieder den Trucker? Wahrscheinlich so ein Anfänger-Bob oder so. Oder hat den wieder keiner eingewiesen? Dann muss man mal, bringen wir mal hier nach Berlin hier Cappuccino-Waffeln. Kann aber nicht wahr sein. Da müssen wir mal, hier, sag mal den Truckern Bescheid. Das kann aber nicht sein, dass Kosi ihre Cappuccino-Waffeln nicht bekommt. Sag mal den Truckern alle Bescheid. Die sollen jetzt endlich mal einen LKW hier nach Berlin bringen. Wo muss ich überhaupt hier hin? Hier muss ich hin. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein hier, Mann. Ich brauche meine Waffeln. Da warte ich jetzt schon, ich hab schon vergessen, wie die heißen, wie sie schmecken, Mensch. Was machen wir jetzt? Oh, die Kollegen sind ja fett am Ackern. Ja. Mit nackter Zwiebel. Genau, Sense, Zwiebel, mach's gut, schlaf schön, träum mal schön. Nein, die gibt es hier. Playmo sagt, die gibt es hier. Wohnen in Köln, da gibt es die. Streber, du Streber, du. Ich dachte schon, da stehen schon wieder Multiplayer, Leute. Ich musste gerade an Trailer denken und dann an RIP musste ich denken, Puffer musste ich denken. Ich habe gerade gedacht, ich sehe hier und hier stehen die ganzen Multi-MP-Leute hier. Auch eine schöne Zeit mit den Leuten im Multiplayer. Das heißt, für neulich, zu wem habe ich das gesagt? Ich vermisse auch Noctea so ein bisschen. Noctea, die ist immer so amokmäßig durch die Gegend gefahren, dann, ja, wo wir mit Noctea noch geschimpft haben, dass sie immer über Rot fährt. Sie fährt einfach rot rüber, rum um die Kurve. Noctea mit wilden Haaren fährt sie einfach davon. Alle, ja, ich habe mal geschimpft. Aber Noctea, egal, tschu. Ja, Noctea vermisse ich da auch ein bisschen im Multiplayer. Oder RIP, mit RIP mal diskutieren. Ey, Cosi, gib mal Gas. Das vermisst man mit der Zeit so ein bisschen, ja, das Rumgemecker. Cosi! Ja, RIP, weiß ich doch. Das vermisst man irgendwie. Ich vermisse das so ein bisschen. Noctea mit ihrem wehenden Haaren fliegt sie durch die Gegend mit ihrem Truck. RIP meckert mit mir. Puffer ist dabei ganz ruhig und geschmeidig. Trailer versucht mir gut zuzureden. Ja. Was? Cappuccino ist genauso eklig wie Kaffee. Nein, Erdbeerfee, sag doch nicht solche Dinge, Mann. Nein, Erdbeerfee. Und Playmo, du bist ein Streber. Du hast Cappuccino-Waffeln bei dir. Du bist ein Streber. Und Marcel wohnt in Essen, bei denen gibt's ja auch. Dann bist du auch ein Streber. Du Streber, du. Kannst du doch irgendwie. Geht ja nicht, gibt's hier nicht. Es gibt keine Cappuccino-Dinger. Nur würde ich gerne etwas an Freunde zurückgeben. <Gibt's>. NRW ist super. Ja, es scheinen sehr viele Leute aus NRW zu geben. Junge, und Ruhrpott. Marcel, wenn du Ruhrpott bist, hier, Noctea kommt auch aus Ruhrpott. Das heißt, du kannst ja mit Noctea dann die Hand schütteln. Wenn du Glück hast, rast, kommt sie an dir vorbeigerast. Was? Schön, dass du versuchst, sagst. Was? Versucht? Also. Ja, weil also, es hat einen Augenblick gedauert. Ich musste nochmal I'll be back machen im Kopf und so. Mag beides überhaupt nicht. Och Mensch, Erdbeerfee, sag doch nicht solche Dinger, Mensch. Sag jetzt, du magst wenigstens Zitronenwaffel. was denn jetzt hier? Sag doch mal, jetzt machen wir hier ein bisschen voran hier. 35, ach Mist, ich wollte einen von euch in die Werkstatt schicken. Jetzt bin ich alleine reinmarschiert. Ja, ihr sitzt da alle faul im LKW, auch die YouTube-Leute. Und jetzt marschiere ich alleine in die Werkstatt. Bin ich bescheuert? Wofür habe ich dann euch? Ihr sollt in die Werkstatt gehen. Da laufe ich alleine in die Werkstatt. Bin ich bescheuert oder was? Ich soll mich ja ausruhen. Ich bin LKW-Fahrer. Dafür habe ich die Leute, damit die in die Werkstatt gehen. Ich glaube, ich spinne. Jetzt bin ich alleine in die Werkstatt gegangen. So weit ist schon gekommen, ja. Die Leute sitzen an der Kabine alle rum, faul, und ich muss nicht alleine in die Werkstatt gehen. Also so geht's, da müssen wir mal ein Wörtchen drüber reden. So geht's aber gar nicht, Mann. Alle wollen mir Cappuccino-Waffeln schicken. Das ist gut, das ist echt geil. Mann, sag mal die Trucker Bescheid, die sollen mir mal einen LKW rüberschicken. Wo ist denn mit den Truckern los? Hier, sprich das mal bei den Truckern weiter, ja. Wir sind ja unter uns hier, wir sind der Trucker hier. Sag das mal weiter. Bitte mal eine ganze LKW-Ladung zu den Lidl nach. Ich will auf meinen Lidl-Plätzen meine Cappuccino-Waffeln haben. Sag mal hier den Truckern Bescheid. Kann ja wohl nicht wahr sein. Sonst rufen wir einen gewerkschaftsmäßigen Streik aus. Dann fahren die Trucker nicht mehr. Entweder es wird mal der Auftrag angenommen hier, dass wir mal Cappuccino-Waffeln fahren, oder wir streiken alle. Fahren wir alle nicht mehr. Ja, Mann, dann fahren wir alle nicht mehr. Da
Dann können Sie mal sehen hier alle. Können Sie mal alle mal sehen hier. Gibt es ja nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken, wenn wir nicht mehr fahren. Da steht die ganze Stadt, steht dann. Steht alles, wenn wir nicht mehr fahren. Und uns Trucker läuft hier gar nichts. Das ganze System bleibt stehen. Die ganze Maschinerie, ja, das ganze Uhrwerk steht. Ohne die Trucker hier. Ja, Mann. Wir sind La Familia, wir sind eine Gewerkschaft. Und wenn wir stehen, dann stehen wir. Da rollt hier kein Meter mehr, kein Reifen rollt mehr. Das Gummi bleibt kalt, kannst du sagen. Mir tun die Ohren weh. Und Erdbeerfee sagt, nee, sagt sie. Ich mag auch, was mag ich, was? Nee, mag ich auch nicht. Mag eher Nougat. Ja, Erdbeerfee, na also. Fühl dich gebauchstreichelt und herzlich umarmt. Nougat, mein Lieblingsdingsbums. Schicht-Nougat. Und die Welt ist in Ordnung. Mit Schicht-Nougat ist die Welt in Ordnung. Aber darf ich leider nicht. Wenn ich Schicht-Nougat nieße vor allen Dingen. Wenn ich Schicht-Nougat esse, dann kriege ich so eine Pickel, dass man denkt, ich komme vom anderen Planeten. Da kriege ich galaktische Pickel. Ja, wenn ich die ausdrücke, dann kann ich die ganze Wände damit tapezieren oder neu streichen. So, Wand gestrichen. Wand gestrichen. Oder hier, tapfe ich auch mal die Tapete ran. Ja, da kriege ich so eine Pickel, da kann ich mit tapezieren, Leute. Das ist eklig, Cosima. Ja, mal sag ich, ich kann auch ganz eklig sein. Glaubt mir das, ich kann sowas von eklig sein. Ja, da kriege ich so einen riesen Pickel, da kann ich es mit tapezieren. So viel kommt da raus, Mensch. Glimmer, Schlimmer, Buber. Mann, ey. Ich bin schon süß genug. Am geilsten ist Marzipan. Oh Mann, Marzipan. Ey, du bist doch wohl nicht vom Sternzeichen Zwilling oder sowas. Ich glaube, die Zwillinge lieben Marzipan. Ja, meine Tochter würde wieder sagen, ey, du Sternzeichen-Rassist. So, Schluss, lass mal jetzt hier los, mal. Leinen los, losgemacht. Zum Hotel, die heißen Miezen warten auf uns. Nein, sag nicht sowas, klingt unschön. Dienstmädchen, sagt man. Es klingt viel, viel erotischer. Die heißen Dienstmädchen, nicht Miezen. Wir sind doch hier nicht auf der Reeperbahn, Mann. Die heißen Dienstmädchen. Nicht die heißen Dienstmädchen, sondern die heißen. Nicht die, ja, nicht die heißen Dienstmädchen, sondern die heißen Dienstmädchen. Versteht ihr mich? Also nicht die heißen Dienstmädchen, sondern die heißen Dienstmädchen. Immer diese Wortspielereien. Echt verrückt, oder? Junge, das zu später Stunde. Attacke! Warp 10, nein, Gang 1, nicht Warp 10. Was mag das sonst nicht so? Immer um die Weihnachtszeit. Was mit Marzipan und so? Also ich mag Schicht-Nougat. Oh Mann, Leute, diesen Schicht-Nougat. Da könnte ich. Ich glaube, wenn ich im Lotto gewinne, bin ich nachher so ein dickes Mädchen mit so einem riesen Brüsten und so einem riesen Hintern und richtig glücklich und habe so eine Pickel im Gesicht und sehe aus wie ein Alien, weil ich mich dann vollgefüttert habe mit Schicht-Nougat. Nein, das darf ich nicht. Aber wäre schon geil. Das mache ich, wenn ich 120, 180 bin, dann werde ich mich schön fett messen. Nein, mache ich nicht. Doch oder nein? Dann kann man ja. Dann, wenn man kurz vorm Sterben, kann man alles in sich reinstopfen, oder? Man bringe mir Schicht-Nougat, ich bin am Sterben. Hä? Wollen Sie keinen Arzt? Nein, Schicht-Nougat. Kein Arzt? Nein, Schicht-Nougat. Ja, Mann. Gang 6, bitte. Gang 6. Ups, jetzt haben wir kurz mal verloren. Das war kurz haarscharf am Schicht-Nougat vorbei, kannst du sagen. Jetzt hätte man mir wirklich beinahe den Schicht-Nougat reichen müssen. Picken in der Pubertät, die picken! Und schön slowly im Kreisverkehr hier. Ich fahre, als hätte ich was hinten drauf. Oder dran, oder drum. Drin, dran, drum und dran. Schön gemütlich. Ja, Mann. Motorbremse. Und yes. Lass mal kurz genießen hier. Dann mal, hier soll irgendwo das Hotel sein. Das ist ja schon gar nicht mitbekommen. Wartet ihr? Das ist aber nett von euch. Dankeschön. Hey, du sollst warten. Hey, hallo. PKW-Fahrer, die haben alle keine Ahnung vom Fahren, stimmt's? Die Trucker sagen das immer. Die Taxi, nee, Taxi auch nicht. PKW-Fahrer, das Leid der LKW-Fahrer, seid mal ehrlich, PKW-Fahrer. Das Leid der LKW-Fahrer, guck dir da die PKW-Fahrer an. Kannst du da nur sagen.
So. Autsch, die Hämorrhoiden wieder. Niemand hatte, hoffe, dass es bald so. Erdbeerfee. Nutella. Leute, früher, das Nutella, gerade so Laura hier mal rein. Das Nutella, das schmeckt nicht mehr so wie früher, aber früher habe ich ja leidenschaftlich gerne Nutella gegessen mit Löffel. War nicht gut gewesen. War nicht gut. Aber das, der Geschmack hat sich verändert. Trotzdem, ich kann auch schön Nutella mit Löffel essen. Und zwar kistenweise. Kistenweise Nutella mit Löffel, oder? Ja, Mann. Frau im Steuerungeheuer. Nein, Mann! Nein, du Streber. Hatte nie wirklich Pickel. Die reden da, für die Zuschauer, für die YouTube-Leute, die reden hier über Pickel. So, denk da nicht auf diesen ersten Platz hier stellen. Das ist der sogenannte Kotzplatz. Da stellen wir uns nicht hin. Ah, nee, warte mal. Nee, da stellen wir uns nicht hin, genau. Was steht denn da für Kollege? Kollege, welcher Kollege steht denn da? Iviko, Mensch, alte Schwarte, wie geht's dir denn, Mensch? Alte Tasche, alles klar? Altes Haus, Mensch. Keule, alles klar, Keule? Ich stell mal dazu, Mensch. Eigentlich verboten, ich hätte von drinnen machen sollen, aber gut. Ausnahmsweise mal. Zur Feier des Tages und so. Selbst von draußen schlecht eingepackt. Naja, kann man noch retten. So, kriegen wir noch gerettet. So, Motor aus. Macht zum Schluss noch. So, dann erstmal. Ach so, ich habe euch gar nicht am Hotel abgelassen. Da müsst ihr alleine hingehen. Ja, geht mal alle ins Hotel. Und was wir schön verdient haben, zwar nicht viel, aber schön könnt euch auch alle präsidieren. Nee, die vierte Klasse. Denkt an, bei diesen Hotels ist vierter Klasse, oben mit Whirlpool auf dem Dach. Ja, genehme ich euch. Könnt ihr alle mal. Und für mich bitte die Präsidenten-Suite, weil ihr wisst ja, die Dienstmädchen und so. Ja, Mann. Also für mich die dann, weil ich komme mit den Dienstmädchen, ich brauche ein bisschen mehr Platz im Zimmer, ja. Für euch die normalen 4-Sterne-Zimmer, für mich die Präsidenten-Suite. Gut, geht mal schon mal rein, bestellt mal die Plätze. So, dann wir schauen derweile mal, was so am Bach ist. Nein, ach doch, war richtig. Ich wollte gerade sagen, schnell, es wird zu spät. Und der Tag erwacht. Um neun werden wir leicht aufgeschreckt von dem Vögelgesang, von den Vögeln. Nee, morgens um früh in der neuen werden wir von den Vögeln aufgeweckt. Wir werden von den Vögeln aufgeweckt. Vom Vögeln werden wir aufgeweckt. Ja, Mann. Die Vögel sind schuld. Weil die Vögel immer so viel. So, jetzt, zack. So, geschafft. Mal gucken, was uns die Götter, die Frachtgötter uns beschenken. Nein, Ninfan, erstmal nur bitte, du kriegst erstmal nur die normale 4-Sterne-Zimmer. Bitte, alle anderen erstmal nur die 4-Sterne-Zimmer. Wir hatten lange Pause gemacht, wir müssen jetzt erstmal Abrechnung machen, unser Geld überrechnen. Deswegen weiß ich noch nicht, ob wir uns für alle Präsidenten-Suite gibt es nicht. Also erstmal alle 4-Sterne-Zimmer, ja? Und oben auf dem Dach mit Zugangskarte mit Whirlpool. Präsidenten-Suite erstmal nur für mich ausnahmsweise mal. Weil wegen der Dienstmädchen und so. Ja, Mann. Erdbeer, siehst du, vom Vögeln wird man immer geweckt, oder? Ja, Mann. Nee, ich habe zurzeit meine Ja-Mann-Phase. Und denk dran, auch du bist sehr, sehr geil. So. Nee, im Moment habe ich diese Ja-Mann-Phase. Aber die hört wieder auf, so wie der Jahrmarkt. Wenn der Jahrmarkt vorbei ist, dann hört auch die Ja-Mann-Phase auf. Nee, es ist schon spät. Zu später Stunde, da kommt manchmal keine gute Kunde. Bis dahin. So, wo wollte ich denn jetzt hier hin? Da wollte ich hin. Wo willst du hin? Zum Frachtmarkt. Zum Frachtmarkt. Markt. Markt, wie der Deutsche sagt. Zum Frachtmarkt. Doch, Ninfan. Ganz oben. Ja, mal gar nicht. Der war gut. So, jetzt nicht trödeln bitte. Jetzt bitte nicht bummeln, wie es bei Harry Potter meist. Bitte nicht bummeln. Wir müssen Richtung, wir sehen, ob wir einen Direktflug nach Amsterdam bekommen. Dazu klicken wir erstmal, wie wir es gelernt haben von den Pros, nach dort, um nach dort zu gehen. Oh, nur zwei Dinger. Das sieht aber böse aus, Leute. Es sieht richtig übel aus. Sag bloß, wir haben den Skill nicht, um da rüber zu kommen. Ey, ich möchte keine Leerfahrt machen. Aber es sieht fast danach aus. Es sieht nach einer üblen Leerfahrt aus. Oh, nee, Mann. Eine üble Leerfahrt. Ich will aber glorreich nach Amsterdam reinfahren. Ich möchte nicht mit einer Leerfahrt reinfahren. Das ist voll blöde. Dann fahren wir erst als Ausweichding nach Gröningen oder so.
Groningen, hä? Groningen. Weil ich möchte nach Amsterdam oder keine Ahnung, fahre nach Rotterdam. Aber ich fahre auf jeden Fall nicht leer in Amsterdam rein. Das geht gar nicht. Ich will da glorreich reinfahren, wenn wir da am Kaufen sind und so. Die Stadt, das geht gar nicht. Was ab an dem Pokertisch? Ja, ich glaube, wir müssen wieder pokern, Leute. Ich werde Stunde hat Stuhl im Mund. Nee, wir werden pokern. Oh nein, nicht das drücken, das doch jetzt nicht, Mann. Ich werde langsam erschöpft. Es erschöpft mich. Warte mal, geh das mal in die Kabine. So, und jetzt pokern wieder. Schnarch, schnarch, schnarch. Schnarch, schnarch, schnarch. Und der Abend bricht langsam heran. Es ist 9 Uhr. Und so langsam scheint sich die Dämmerung niederzulegen auf das ganze Land. Na gut, eine sogenannte Abenddämmerung. Aber wir sind noch frisch, wir sind tau, also taufrisch, um mal zu sehen, ob wir was Gutes am Frachtmarkt reißen können. Na, mal sehen, gehen wir mal ganz geschmeidig dahin, ans Terminal. Ja, im Hotel sind nämlich Terminals und da extra für LKWs, weil es sind ja LKW-Hotels. Und bei diesen LKW-Hotels hast du ein sogenanntes Terminal, ja. Und dann gehst du da ran mit deiner Karte, hast du so eine Chipkarte hier so, ja, und machst du so, bieb, bieb, bieb. Bieb, 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 ziehst du durch und dann wird dir sofort per Terminal alles gesagt, was du brauchst. Ja, Bräute, Pfannkuchen, alles dabei. Nein, natürlich auch Frachten auch mit bei, logisch. So, schauen wir mal rein. Bieb, bieb, bieb. Gut. Ja, mal lass Hubschrauber fahren, aber leider nicht für uns. Leider nicht für uns. Das Hubschrauber gibt es in einer Welt fernab von dieser, in der wir uns gerade bewegen. Gut. Amsterdam. Unser Flehen und Rufen wurde erhört. Altkunststoff. Mann, du altes Gelumpe. Ich will kein altes Gelumpe fahren. Lass mir doch mal was Hightech und was Schönes. Ich will kein Altgelumpe fahren, Mann. Hör mal auf damit. Gibt's noch was anderes nach Rotterdam vielleicht? Duisburg. Mann, ich will nicht das Altgelumpe fahren. Dortmund, Duisburg, Duisburg, Hennefe, Dortmund. Osnabrück. Mann, ich will das nicht fahren. Guck ich mal, ich kann jetzt nicht mehr denken. Falsche Richtung. Ich klicke jetzt einfach mal durch die Gegend. Da, guck mal da. Wo gehst du denn hin? Leere Paletten nach Duisburg. Ma, leere Paletten. Ma. Das ist nochmal Duisburg. Essig. Hey, Essig. Essig. Boah. Boah. Dann fahren wir Essig halt. Nee, fahren wir nicht. Doch, fahren wir. Fahren wir nach Duisburg Essig. Was für ein Quark, ey. Was für ein Quark. Warte mal hier. Altkönig. Köln. Guck mal hier, Köln. Das ist ja hier. Köln war Dingsbums. Ist auch noch da. Hier, Playmo. Playmo kommt aus Köln. Wollen wir Playmo alten Kunststoff bringen? Nein, Mann. Ich habe keinen Bock, alten Kunststoff zu fahren, Mensch. Kassel. In Kassel bekommt man eine Rassel. Also Essig. Ach, Mann, ey. Haut rein. Wie haut rein? Was meint Trailer-Jumper? Tüdelidü, sagt jemand. Ich verabschiede mich. Achso, deswegen. Gute Nacht. Trailer, schlaf schön, träum was Schönes. Und denkt an Träume von glorreichen Zeiten in Hypnos World. Und harte Zeiten in LOL. Ja, wenn man massiv LOL, extra für die Trolle. Ja, Mann, richtig massiv LOL spielen, ihr wisst ja. Die ETS-Leute haben 12 Gänge. Ja, für die Trollgemeinde und die Heater, Flamer. Wir haben 12 Gänge, die ETS-Leute. Ja, wir haben 12 Gänge und 780 PS. Nochmal pokern? Ich sag dir, Ninfan, wenn wir das Ding jetzt verhauen, dann kriegst du eine Strafe, sag ich dir. Du kriegst da eine Strafe, Ninfan. Epischer Stream, mal wieder. Sag Sniffy. Erzähl doch sowas nicht, Mensch. Da wird man ja total eingebildet. Nachher werde ich noch Mainstream oder sowas. Okay, wir pokern nochmal. Ich sag dir in Fun, wir verkacken das Ding jetzt. Dann kriegst du Strafe. Ich muss dann irgendjemanden bestrafen. Und das ist dann der einfach mir in die Quere kommt. Das ist dann Ninfan. Dann wirst du bestraft, sag ich dir. Ich weiß noch nicht, welche Strafe, dann wirst du den LKW wieder putzen. Und zwar ganz alleine. Du wirst den LKW, du wirst. Ich sag dir, ich bestrafe dich. Also wir pokern jetzt nochmal. Aber wer. Genau. Ninfan. Didel, didel. Schlaf schön, träum schönes. Didel, didel, didel. Ich sag dir den Pfand, du wirst hart bestraft. Okay, wir pokern jetzt nochmal. Los. Schnarch, schnarch, schnarch. Schnarch, schnarch, schnarch. Ich wette, den Pfand schwitzt jetzt schon ab. Oh nein. Oh nein, bitte nicht wieder putzen. Bitte nicht wieder. Oh. Doch, doch, den Pfand. Doch, 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 doch. Du hast gesagt pokern. Ich wollte nach Duisburg fahren. Ich sag dir, das. Jetzt werden wir sehen, ob den Pfand bestraft wird. Das bin ich mal gespannt.
wird er eine Strafe bekommen. Oder wenn die Götter auf seiner Seite sein, wir werden es gleich sehen. Da jetzt bin ich aber auch mal gespannt. Seid ihr gespannt? Wird Ninfan bestraft werden oder nicht? Wollt ihr es jetzt wissen? So später Stund noch so eine Strafe. Nee. Ninfan wird dann härter bestraft. Das ist ganz klarer Fall. Und du bist nicht unterhalten. Nein, Mann, ich bin überhaupt nicht unterhalten. Nein, du irrest dich. Du bist am Irren. Streber, du Streber mit deinen Cappuccino-Waffeln. Die Kölner sind lustige Leute. Mit denen kannst du gut Scherze machen. Die sind so richtige Scherzbolde. Also, ja, mit denen sind lustige, wie sagt man, lustige Vögel, oder? Also lustige Vögel. Vor allen Dingen, da gibt's, hey, Kölner, ja, wenn die aus Köln kommt, da kommen die Wise Guys her. Hey, klar, Mann. Da kannst du sagen, ich habe mich lange auf diesen Tag vorbereitet, wurde von privaten Trainern angeleitet. Ich habe Marathon trainiert und viele Kampfsportarten. Und ich darf behaupten, ich gehöre jetzt zu den Harten. 1, 2, 3, 4! Ja, Wise Guys, sage ich noch. Wise Guys. Absolut episch geil, die Gruppe. Die würde ich gerne mal live sehen. Obwohl die zwei jetzt den schönen Bass verloren haben, ja. Versuch's mal mit dem Bass. Ja, jetzt haben sie zwar diesen sympathischen Bass, der ist ja nicht mehr, es ist so ein anderer. Ich weiß jetzt nicht, wie der sich jetzt, ich habe die jetzt schon lange nicht mehr so. Ich höre mal die alten Lieder, die neueren, die kenne ich alle noch nicht so. Ich kenne die immer noch, die alten alle. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser neue Bass sich so macht, ob der so gut ist oder ob er doch eher. Ich fand es ein bisschen traurig, als der Bass gegangen ist von dem Wise Guys. Da war ich ein bisschen traurig gewesen. Weil der war so sympathisch, der hat immer so ein Lächeln gehabt, so dieses. Der hat immer so herrlich gelächelt. Ich fand ihn total sympathisch. Und dann meinte er, er hört jetzt auf. Und dachte, oh nein, warum denn? Er ist der Bass, Mann. Er ist der Bass. Und dann kam irgendein anderer Bass. Und dann hat sich irgendwie haben sich die Wise Guys irgendwie verändert. Da war ich total traurig gewesen, dass der Bass gegangen ist. Wie hieß denn der eigentlich? Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, Mann. Auf jeden Fall war ich total traurig, dass der von den Wise Guys, dass der Bass gegangen wurde oder gegangen ist oder so. Keine Ahnung, was hinterm Grund, was intern passiert ist. Aber ich war auf jeden Fall tierisch traurig, weil der war so extrem sympathisch gewesen mit seinem. Also dieses schöne Lächelgesicht, Mann. Da war ich echt traurig gewesen. Kennt überhaupt jemand die Wise Guys? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin wahrscheinlich wieder der einzige Mensch, der die Wise Guys kennt. Ja. Es ist Sommer, wenn's in meinem Kopf passiert. Sommer ist was. Na. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Genau, Mann. So, los, weiter. Wohin? Wohin willst du? Wohin? Achso, oh. Ja, Ninfan, Frachtpapiere. Naja, zumindest schon mal Amsterdam, Altverpackungen. Du hast auf jeden Fall, bist schon mal auf jeden Fall nicht eine komplette Strafe. Nee, guck mal hier hin. Na, Treibstofftanks, ja, damit kann ich leben. Damit haben wir noch 37 Minuten, ja, wir müssen ein bisschen Gas geben. Los, das nimm mal, Mann. Wie, Lucy ist noch da? Ich kenne die. Ja, so Leute, alle raus aus dem Hotel. Hört auf, jetzt rumzuschlafen, da lasst die Dienstmädchen in Ruhe. Jetzt kommt alle raus, ich hole euch ab. Ich fahre bis vorne, könnt ihr ein Stück laufen, damit ihr mal wach werdet hier. Ihr seid alle viel zu bequem geworden, ja, jetzt ist das Schluss hier. Jetzt wird hier wieder geackert hier. Ja, Mann. Denkt mal nicht, dass ihr jetzt hier auf der faulen Haut rumliegen könnt. Jetzt wird ja mal richtig geackert, wie ihr bei Hypnose wollt. Ja, nur weil jetzt eine Weile LOL gespielt. Denkt mal jetzt nicht, ja. Denkt mal nicht, nur weil wir jetzt hier eine Weile LOL spielen, dass ihr jetzt hier einen auf Lenz machen könnt. Nee, so ja nicht. Denkt mal nicht, dass ich nun deswegen meinen Truck hier verkaufe oder so. Dann könnt ihr vergessen. Ja, das heißt, ich komme wieder und dann könnt ihr alle richtig ackern hier. So, einsteigen, los. Warte mal, wir fahren noch ein Stück vor. Ich will gucken, ob noch von da einer wieder kommt. Da kommen sie nämlich mal von da hinten auch noch welche. Vor allen Dingen die Frauen, aber keine Ahnung, was die da mal los, alle einsteigen. Wir haben eine Fracht zu besorgen. Oh nein, wie weit muss man fahren? Haben wir gerade verkackt? Ne, ich dachte schon, das war eine Onkelfalle oder so. Nein, alles ist easy. Denkt dran, für die Leute, die keine Ahnung haben, wir spielen hier ETS nach einer Geschichte, ja. Also Hypnose World spielt das ETS ein bisschen anders. Wir spielen nach einer Geschichte, wir schreiben sie auch auf, damit später alle Trucker die nachspielen können. Logisch. Und wenn wir noch ein bisschen Lust haben, machen wir später, also irgendwann, wenn die Geschichte mal nach sehr langer Zeit vorbei ist, spielen wir wahrscheinlich dann irgendwann auch eine zweite Staffel, also eine zweite Geschichte. So, guck mal, da kommen wieder zwei Frauen. Diesmal hat die eine einen Slip an und die andere hat eine Mütze auf dem Kopf. Warum? Was machen die Frauen hier bei Hypnose World immer? Die sind alle wild. Wir haben total wilde Frauen hier bei Hypnose World.
Die Männer, die sind da eher so zierlicher und lieblicher, normal, so anständig, aber die Frauen. So, naja. So, da denken wir jetzt erstmal nicht mehr drüber. Alle drin, Tür zu. Rauf auf die Straße. Wir wollen was erleben, Mann. Guck mal hier, sieht fast aus wie DHL oder ein russischer Schwerlasttransporter mit geladenen Waffen. Für praktische, nein, nicht Waffen, also natürlich Plastikwaffen für Silvester und so. Oh, ich muss mich links einordnen. Gib mal Gas, dann schaffst du die Ampel noch. Ja, logisch, Mann, da robben wir ordentlich mit Rob Roy-mäßig rüber. Na, logisch. Kriegen wir hin. Mann, ich bin voll pro irgendwie. Nein, sag nicht sowas, Cosi. Immer wenn du pro sagst, verkackst du böse. Sag nicht pro. Nimm dieses Wort am besten gar nicht erst in den Mund. In dem Moment, wo du sagst, dann haut's immer, kriegst du immer mächtig einen rein. So. An welcher Tanke willst du jetzt Schluss machen? Ja, die als erste kommt da, irgendeine Tanke. Oh nein, wir fahren jetzt nach Bumse-Ding, so, oder? Warte mal. Willst du heute noch LOL? Nein, Sniffy, Mensch! Guck mal auf die Uhr, eigentlich durfte ich schon gar nicht mehr spielen. Ich muss eigentlich normalerweise ins Bettchen schon längst sein. Ich muss schon längst im Bettchen liegen, aber ich hatte so Bock auf ETS, brauchte ich mal. Das hat mir gefehlt. Normalerweise hätte ich nach LOL sofort aufgehört mit dem Livestream und wäre ins Bett gegangen, aber ich wollte unbedingt noch ETS heute machen. Also ich brauchte es einfach mal wieder zwischendurch. Ja, auch wenn ich jetzt ganz viel LOL, sagen wir mal, vielleicht in der nächsten Zeit spielen werde, zur Freude der Trolle. Ja, trotzdem brauche ich dann mein ETS. Also das ohne ETS kann ich gar nicht, das geht gar nicht. Also, dass ich wieder, ich muss meinen inneren Kern dann wieder finden und alles. Und vor allem Landwirtschaftssimulator. Pufa ist die ganze Zeit da rumackern. Wir haben, Leute, wir haben einen Landwirtschaftssimulator, wir haben einen Surfer bei Nico. Also Nico hat uns Landwirtschaftssimulator gemacht. Wir haben da einen Surfer, wir brauchen da Leute zum Arbeiten. Ja, bei Landwirtschaftssimulator. Pufa ackert da ganz alleine rum. Der schwitzt, der hat ja wahrscheinlich schon Schwielen an den Händen. Der wird wahrscheinlich schon Schwielen an den Händen haben. Und das ist nicht von, ne? Das ist so vom Arbeiten, nicht von was anderem. Ja, nicht von was anderem, sondern Pufa hat wahrscheinlich schon Schwielen an den Händen vom Arbeiten. Wenn er wenigstens von was anderem hätte. Nee, vom Arbeiten wahrscheinlich. Ja, Mann. Da war dieses Jahrmann schon wieder. Aber da hat's auch gepasst. Da hat dieses Jahrmann aber auch mal gepasst, oder? So, jetzt hier. Oh Mann, ich muss auch nicht so viel quatschen, sonst muss Nymphan nachher doch noch bestraft werden. Zack, nach Duisburg. Und ich glaube, wir kriegen da gar keine Tanke mehr unterwegs. Das ist ja nur eine kurze Distanz. Wir schauen mal. Wir schauen uns mal, was uns so bescheret wird. Ich brauche auf jeden Fall ETS. Ich brauche wieder mal dieses gemütliche, lange Fahren. Das fehlt mir so ein bisschen. Das brauche ich auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen einen Tag mal wieder richtig ETS mal so richtig ausgedehnt irgendwas. Also das brauche ich, ich brauche das. Yeah! Pro-mäßig! Ja, man, gelernt ist gelernt, hä? Gelernt ist gelernt. Ach so, Frachtpapiere, wer holt die Frachtpapiere? Mensch, ich will schon wieder losfahren ohne Frachtpapiere. Kann ich gleich wieder zurückfahren, die Kiste wieder abgeben. So, hier, alle Zuschauer, ihr geht mal wieder rein, die Frachtpapiere holen. Denkt dran, wir sind ja hier, wo waren wir? Wir waren hier in Bumse-Dingse, wo waren wir denn nochmal hier? In Osnabrück. Das heißt, ihr zieht euch mal an wie Klempner. Alle wie die Klempner könnt euch anziehen, aber nichts drunter. Ja, denkt dran, wir machen ja mal die porno-erotische Variante. Also wir machen die porno-erotische Variante. Das heißt, angezogen wie ein Klempner, aber nichts drunter. Okay? So, lasst euch die richtigen Frachtpapiere andrehen, nicht dass ihr die falschen bekommt. Ich hole euch am Eingang vorne ab. Ich gucke noch mal derweile wegen Dings und so. Das passt auch. Wir gucken noch mal wegen der Tankstelle und so. Derweile könnt ihr schon mal die Frachtpapiere holen. Und benehmt euch da bitte im Büro, ja. Nicht, dass mir der Chef wieder... Ich bin unterwegs, mein Handy klingelt und der Chef da vom Lager... Und ich, was haben Sie gesagt? Ich kann Sie nicht so hören. Die Leitung verbricht. Ja, dass ich den Sammel. Und der. Oh, schau mal! Der ist dann am Rumbrüllen. Ich tue dann so, als ob das Handy ein Verbindungsproblem hat und so. Ja, Mann. Ohne Mann. Okay, ja, es kommt eine Tanke, tatsächlich. Es kommt tatsächlich eine Tanke. Aber ganz schön weit weg, die Tanke. Und zwar 143 Kilometer!
Das ist ja eine halbe Ewigkeit. 143, sag mal, liegt Duisburg auf einem anderen Planeten oder was? Sag mal, wie viele Kilometer ist das insgesamt? Willst du mich jetzt vereiern? Das kann wohl nicht sein. 143 Kilometer bis zu der Tanke? Willst du mich jetzt verscheiden? Wie lang ist denn die ganze Strecke dann? Nee, das ist die ganze Strecke. So, wollte gerade sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich dachte, das sollen 143 Kilometer, aber was ist die ganze Strecke, oder? Doch, die ganze Strecke. Ja, mach mir doch keine Angst hier, Mensch. Du meintest bei den Wiesegeist sicher den Clemens, der neue wurde auch dieses Jahr wieder ausgetauscht. Ah. Clemens, der so ein etwas dicklicher, der ist so ein bisschen dicker. Okay, die sind alle ein bisschen dicker geworden. Aber der ist so, der Bass halt, der Tenor, der Bass. Versuch's mal mit dem Bass. Also ich will jetzt nicht so tief singen, sonst erschrecken sich die Leute wieder. Und Marcel ist nur am Filme drehen irgendwie. Und Benny ist irgendwie gebannt worden oder sowas. Benny, ich kannte mal einen Benny. Ich hoffe, es ist nur gebannt, weil er zu viele Emos gemacht hat. Ich hoffe, er ist nicht wegen Unpflegtigkeit benannt. Sonst wäre es ja schade um den armen Benny. Und Bumba, schlaf schön, träum was Schönes. Und auch du bist sehr, sehr geil. Denk dran. Ja, ihr wisst ja, heute ist mein Lidl-Tag. Du bist sehr, sehr geil. Ja, auch du bist sehr schön und auch sehr geil. Und träume von Hypnos World, denk dran. Ja, du nimmst die Sache ganz schön ernst. Nein, Mann, wir spielen ja so LKW. Du nimmst die Sache ganz schön ernst. Du nun wieder. So fahren wir hier ETS, Mensch. So fahren wir hier. Habe ich erst mein Navi gesteckt? Ja, ich hatte, aber habe ich ihn doch wirklich gesteckt? Lieber gucken wir noch mal genauer hin. Wie viele Kilometer haben wir denn jetzt wirklich, Mann? So, habt ihr die Frage? Oh, da stehen alle schon. Die ganzen Zuschauer stehen da vorne schon am Turm. Warte, dass ich sie abhole. Na dann los. Attacke. Du bist auch geil, sagt er. Genau, bis dann. So, und einsteigen. So, ich gucke dabei schon mal. Ich habe bis jetzt noch gar nicht die Kollegen richtig grüßen können. Lass dich mal die Kollegen richtig grüßen. Wenn jetzt LKWs kommen, müssen wir mal die Kollegen wieder grüßen. Schließlich spielen wir hier eine Simulation, ja. Und dann wollen wir natürlich, solange wir im Cockpit sind, spielen wir sie realistisch, so realistisch wie es geht. Wenn wir außerhalb sind, im Epic-Modus natürlich, dann sind wir ein bisschen lockerer mit den Regeln. Mit den Simulationsregeln, wie man so schön sagt. So, Tür zu. Los geht's. Abfahrt. Nächster Stopp, Tanke. Da wartet die Anke. An der Tanke wartet die Anke. Mit ihr hab ich noch ein Hühnchen zu rupfen. An der Tanke wartet die Anke. Und sie hat fast nichts an. So. Ja. Na, 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 na. Wir fahren mit unserem LKW. Na, 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 na. Käfer, ich sehe Käfer. Ist das unser Käfer? Ich kann mich nicht mehr mit den Zahlen 90 dahin erinnern, aber ich glaube, ist das unser Käfer oder ist das nicht unser Käfer? Und wenn ja, Käfer, auch du bist sehr, 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 sehr geil. Ja, denk dran, du bist sehr, sehr schön und auch sehr, sehr geil, Käfer. Ich fühle mich gut. Ich bin fit. Ich bin gut drauf. Mit den anderen nehme ich es. Ich muss was trinken. Ich trinke hier gar nichts. Ich habe hier 800 Liter zu stehen und trinke gar nicht. So, einmal ausgeleert. Weil ich muss aber kurz mal ein bisschen Gas geben. Muss ich nicht unbedingt. Ich könnte sogar in der Grünen bestehen bleiben. Wer will mir ja was? Ich hab hier Tonnen. Ich bewege hier ganze Tonnen über die Straße. Wer will sich denn mit mir hier anlegen? Niemand, hä? Ja, wer von euch legt sich mit mir an hier? Hä? Wer hier? Wer legt sich mit mir an? Amok laufender LKW-Fahrer. Das ist gefährlich. Hä? Ja, wer legt sich hier mit mir an? Ja? Kommt doch. Versucht doch mal. Hä? Komm mal hier. Keine Chance hier. Ich sag dir gleich mal hier. 10 Tonnen. Hä? Willst du dich mit mir anlegen? Brems mal. Komm ich dir. Du. Ja? Ja, hier. 40 Tonnen auf der Straße. Leg dich mal mit mir an. Du wirst du sehen, wo du bleibst. Ich ramm dich um, sag ich dir. Fahr dich weg. Also, geht doch.
Danke, aber du auch cozy. Diddle, 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 diddle. Warte mal, ruhig, Konzentration. Osnabrück, mach's gut, leb wohl, wir sehen uns. Oder für einen Kollegen, guck mal, da, sieht das zurück, guck mal hier, guck mal links im Spiegel, da will ein Kollege einen Bärenrennen fahren. Du willst einen Bärenrennen fahren gegen mich? Hör mal auf, guck mal hier, Kollege. Na, komm, lass uns Bärenrennen fahren. Das ist aber verboten, das weißt du schon. Ey, es ist verboten, Bärenrennen auf der Straße zu fahren. Hör mal auf, ey. Aber gut, hast gewonnen. Ich gönn dir deinen Sieg. Und jetzt abbremsen, was bist denn du für eine Pfeife? Oh, du hast Glück, du hast so ein Glück, ich wollte jetzt gerade rüberziehen, du. Oh, du hast Glück, ich hätte es beinahe noch passen. Wegen dir hätte ich noch Zivilisten gefährdet. Mal hupen hier. Pfeife. Rein, erst Gas geben, verstehst du? Und dann hältst du vor der roten Ampel an. Ja. Hör mal auf zu blinken jetzt. Ja, warte, die schnapp ich mir noch. Die schnapp ich mir. Warte, die schnapp ich mir jetzt. Dich hole ich mir jetzt. Mann, mach mal auf jetzt! Oh, da fährt er davon. Los, fahr, den kriegen wir noch, fahr jetzt! Fahr! Los, Volvo, gib alles! Den holen wir uns, den kaufen wir uns. Den kaufen wir uns, sag ich dir. Der kommt uns nicht so leicht davon. Hast du ja Schweine, vor, jetzt fährst du von mir um. Na gut. Ich krieg dich noch. Dich kriege ich noch. Cosima verfolgt LKWs. Ja, Mann. Ich bleib dran, ey. Dich kriege ich noch. Dich werde ich noch mal überholen. Glaub mal nicht, dass du mir davon kommst. Ich bin hier. Ich bin gefürchtet auf der Landstraße. Du weißt wohl nicht, gegen wem du hier fährst. Ich bin gefürchtet, Kollege. Pass mal jetzt auf. Jetzt komme ich hier. Na warte, dann krieg mal drinnen sitzt. Dich krieg ich noch. Jetzt hab ich dich, hä? Jetzt kriegst du Angst, jetzt hast du nicht gedacht, hä? Jetzt kriegst du Angst, Kollege, hä? Jetzt kriegst du Angst, hast du nicht gedacht, dass ich dich kriege, hä? Hä, hast du nicht gedacht? Was denn jetzt? Was denn jetzt passiert? So meinte ich das jetzt aber nicht. Ich wollte ja eigentlich nur vorbeifahren. Was denn jetzt passiert? Hab ich den angerammt? Entschuldigung, Kollege, so böse wollte ich jetzt eigentlich nicht sein. Entschuldigung! Warte mal, ich muss Ihnen kurz mal über Funk Bescheid sagen. Hey, sorry, ja? Hey, hier ist Hashcat, kannst du mich verstehen? Kollege von hinten, ja, kannst du mich sehen? Sorry, war nicht mit Absicht, okay? Alles klar. Also, nächstes Mal ärgere mich aber nicht, okay? Ich bin ziemlich aggressiv auf der Straße. Also, bleib locker, wir sehen uns. Spätestens bei der nächsten Tanke. Ich gebe dir einen aus. Kein Problem, Mann. Okay, mach's gut. So. Was ist denn da? Da vorne ist eine ganze Bustruppe. Wollen wir die auch noch auf den Korn? Mann, jetzt habe ich den gerammt. Ich wollte doch nur in die Kabine reingucken, Mann. Und außerdem fahren ohne Licht. Sag mal, niemand von euch hat gesagt, dass wir ohne Licht fahren. Sag mal, das schleift aber ganz schön hier bei euch, ja? Jetzt hätte einer von euch mal sagen können, Cosima, du fährst ohne Licht. Boah, schon 3 Uhr. Was, das ist 3 Uhr? Ninfa, mach mir jetzt keine Angst. Scheiße, es ist gleich 3 Uhr. Ja? So, eigentlich müsste ich die ganzen Zuschauer alle bestrafen. Niemand hat gesagt, Cosima, du fährst ohne Licht. Bei der nächsten Gelegenheit müssen mal die Zuschauer, glaube ich, bestraft werden. Ihr hättet jetzt sagen müssen, Cosima, du fährst ohne Licht. Nicht einer hat ohne Licht gesagt. Ja, nicht einer hat ohne Licht gesagt. Cosima, du fährst ohne Licht. Warte, ich habe noch nie so einen geilen Stream gesehen. Ich hätte es aber beinahe Tote gesehen. Sag nicht solche Dinger, Mensch. So. Auf jeden Fall werdet ihr bestraft. Keiner hat gesagt, Cosima, mach Licht an. Da schleift aber ganz schön die Moral der Truppe hier, ja? Und das um die Uhrzeit. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Vor lauter Ärger war immer Fernlicht hier. So, das waren immer alle ärgern hier auf der Straße. Mit uns nicht! Mal gucken, ob wir. Nee, wir schalten wieder ab. Wir sind anständige LKW-Fahrer. Das ist oft zu blinken. Nee, wir blinken noch ein bisschen. Wir verwirren noch. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe vergessen runterzuschalten. Ich wollte elegant runter. Das ist ja eine kleine Tanke. Ich dachte, wir fahren an eine große Tanke ran. Hör auf, jetzt zu blinken. Erstmal gucken, ob sie uns hier mit den Spritpreisen bescheißen.
Naja, können wir tanken. Können wir tanken. Nehmen wir mit. Jemand sagt, er mag mich. Und Tamo sagt, du fährst ohne Licht. Du wirst trotzdem bestraft. Du wirst trotzdem bestraft. Du hast zu spät gesagt. Jetzt sagen alle Cosima, du fährst ohne Licht. So, wir müssen erstmal ein bisschen tanken. Ich will tanken, weil ich stehe auf Tanken. Aber dann müssen wir auch wieder irgendwie zurückkommen. Wir müssen also sehen, dass uns keiner die Tanke blockiert hier. Warte mal. Wir haben jetzt ein schwieriges Manöver vor uns, Leute. Also schnell mal tanken. Gebt mal zwei von euch, pass mal auf, nee, die jetzt noch da sind, ihr geht jetzt mal, gebt mal am Schalter daran, holt mal zwei Becher Kaffee mit Deckel oben drauf, okay? Dass ich mich mal ein bisschen entspannen kann. Kurz mal tanken. Was? Ich bestrafe dich im Namen des Mondes. Shiny Shadow ist ja auch noch da. Schön, Mann. Shiny. Oh nein, ich hab's gewusst. Komme ich jetzt an den Kollegen vorbei? Kollege, fahr mal ein Stück zurück. Was nähert sich da schnell? Ey, da sitzt ja eine blonde Frau drin. Ey, Baby. Wie geht's dir? Na, wo willst du denn hin? Soll ich dich ein Stück... Achso, ich kann nicht... Oh. Wir halten wieder mal den ganzen Tankbetrieb hier auf. Na los, dann tankt das mal alle. Macht euch schön alle... Hey, du bist ja auch... Wo willst du denn hin? Wenn du schon mal so wartest, hey, komm, lass uns beide ein bisschen schnacken. Hallöchen. Ah, ich sehe dich nicht. Das Licht blendet. Warte mal, ich fahre ein Stück vor. Hi, na du? Bist du auch schon lange unterwegs? Nicht wundern, ich flirte gerade, ja. Also bitte lenk mich jetzt nicht ab, ich bin am Flirten. Hättest du Lust mal rüber zu kommen? Ich habe eine schöne große Kabine hier. Guck mal hier, ich zeig dir mal. Hier, guck mal hier. Hä? Ich habe hier Volvo, was hältst du davon? Was fährst du eigentlich von LKW? Hast du auch eine große Kabine eigentlich? Dann komm ich zu deiner Kabine. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg und ich bin wieder allein. Jetzt ist sie weg. Weg und ich bin wieder allein. Das ist ein blonder Mann gewesen. Hör mal auf, Shiny Shadow. Das ist ein blonder Mann. Ja, ein Headset. Das sind sogenannte Kopfhörer von Mediamarkt. Die kamen ungefähr 15 Euro. 15 Euro vom Mediamarkt. Was sagt ihr dazu? Sieht schick aus, oder? Die Farbe vor allen Dingen. Ja, man sieht schick aus, seid ehrlich. Aber sie sind nicht so für Gamen. Ich glaube, für Gamen sind sie eher so. Wie sagt man es jetzt nett? Wie kann man es nett sagen? Wie kann man ein anderes Wort für Scheiße? Anderes Wort für unschön. Anderes Wort für unschön. Sie sind nicht ganz geeignet für den Livestream-Betrieb. Sagen wir mal so. Ja. Und sie ist weg. Hab ich aber auch gesehen. Käfer sagt, es war ein blonder Mann. Hört auf jetzt! Hört auf jetzt sowas zu sagen. Das ist kein Money. Doch, Mensch. Na logisch, los, wir packen jetzt nochmal Feierabend. Dann ist hier Feierabend. Dann ist hier zappenduster. Oh, voll die Tankblockade hier. Cosima hält wieder den ganzen Betrieb auf. So, endlich ist unser Lieblingsparkplatz frei. Der ganz linke, der ist manchmal verbuggt gewesen früher. Da habe ich schon mal, ich hatte schon mal einen Bug auf dem Parkplatz, Leute. Hier, auf so einem Parkplatz hatte ich einen Bug gehabt. Das war eine dramatische Szene und das haben wir sogar auf Video. Das haben wir auf Video, Leute. Warte, wir müssen noch ein Stückchen weiter ein bisschen nach vorne, Robin. Wir müssen noch den Rob Roy machen. Ich überlege, mache ich heute noch ein Spielevorstellungsvideo oder nicht? Ich bin irgendwie gut drauf, deswegen, wenn man gut drauf ist, ich habe irgendwie Lust, aber hab ich auch die Nerven dazu. Spielevorstellungsvideo. Ich weiß nicht so genau. Benzin oder Diesel? Diesel, wir tanken Diesel, Mann. Mensch, Benny, Diesel.
Klar? Unsere Kiste hier braucht Diesel. Ja, Mann. Los, ein Stück noch an. Also, denkt an ETS, Leute. Ja, wir haben eine Mission. Für die ETS, für die unter uns jetzt, für die ETS, Leute. Wir haben eine Mission. Wir müssen LOL raiden. Wir raiden LOL. Ja, Mann. Nicht mit, nicht, seid mal ehrlich, nicht mit uns LKWs, oder? Nicht mit uns LKWs. Bin ich jetzt ein LKW? Nicht mit uns Trucker, seid mal ehrlich. So, gut. Ein Stückchen noch. Halt mal an! Da ist doch der Zaun. Ah, ich glaube, wir sind ziemlich dicht, oder? Okay, jetzt können wir von draußen gucken. Feststellbremse. An. Motor aus erstmal. Erstmal aus. Nee, Licht erstmal aus. Licht aus. Und Motor aus. Ach, der macht. Ich warte die ganze Zeit immer, der macht auf. Und ich warte immer auf dieses. Aber dieses. Das kommt ja bei dem MAN. Das kommt ja gar nicht bei dem Volvo. Ich warte die ganze Zeit immer, wo ist denn dieses. Zum Schluss kommt immer noch so ein. Bei dem LKW, ja, wenn der. Und ich warte jedes Mal, wenn der ausgeht, denke ich immer, wo ist denn dieses. Ja. Ja, wo ist dieses. Das kommt aber nicht, das kommt ja bei den Mann, ich sage immer Mann, ja, also MAN, sondern bei, es kommt bei dem Mann-LKW. Es kommt ja gar nicht beim Volvo. Und ich warte die ganze Zeit drauf, warum kommt denn das nicht? Was ist denn hier schon wieder kaputt, so nach dem Motto? Was, bin neugierig, guck mir jetzt deine Buffy an. Ach so, so meint ihr das. Ah, Marcel, vor allen Dingen. 24 Stunden. Ne, wir hätten noch ein Stück gekonnt. Aber wir halten auf jeden Fall den Betrieb nicht mehr auf. Das ist ja schon mal was. Wir stehen richtig schön da. Na also, geht doch. Läuft, Mann. Das läuft. Das läuft. Endlich mal wieder. Wie viel Weg haben wir denn noch? Wie viel Weg? Ja, da ist sogar noch eine Tankstelle davor. Und wir sind immer noch nicht in Amsterdam. Ein langer Weg. Es war ein langer, langer Weg und niemand sagte es vielleicht. Wir hatten keine gute Fracht und der Weg war noch so weit, noch so weit, noch so weit. Und mussten bei Duisburg Zwischenstopp machen. So, gut. Nein, nein, wo willst du hin? Wo willst du hin? Das macht jetzt keinen Sinn. Wir wollen jetzt raus. Lass mich hier raus. Ich bin ein Star. Zack. Umschalt. Ding, 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 ding. Nee, falsche Ding, ding, ding. Da ist Ding, ding, ding. So, für YouTube, Leute, danke fürs Zuschauen. Ja, wir haben endlich mal wieder, das haben wir gebraucht, seid ehrlich. Das haben wir gebraucht. Jetzt werde ich langsam ein bisschen erschöpft. Mal sehen, wenn ich jetzt den Stream ausschalte, wie ich mich dann fühle, ob ich noch ein Spielevorstellungsvideo mache oder ob ich schon so erschöpft, weil kann sein, dass es jetzt nur das letzte Zucken ist, was man sieht, ja. Weil wenn ich erstmal den Stream ausmache, dann kann sein, dass erstmal, dass ich einfach umfalle. Vielleicht ist es ja die letzte Lebensenergie oder so. Was weiß ich, das werde ich jetzt sehen, wenn ich den Livestream ausmache, wie ich mich dann fühle, ob ich nochmal ein Spielevorstellungsvideo mache oder wo ich dann sage, ah, leck mich am Arsch. Also, das weiß ich, das werde ich jetzt gleich sehen, ob so, ob ich, also eher so nach dem, ach man, leck mich am Arsch. Oder ob das eher so dieses Ding ist, hey, komm mal, mach mal ein Didel-Di-Du, Schnippi-Di-Bu. Irgendwie so. Okay, also erstmal, auf jeden Fall erstmal abschalten hier, also die Aufnahme, erstmal die Aufnahme beenden. Sag ich nur,